Ist das wirklich was für mich? Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach. Ich habe euch 12 Vorurteile übers Romanschreiben mitgebracht. Die sollen euch dabei helfen zu überlegen, ob das Romanschreiben etwas für euch sein könnte oder eher nicht. Wie komme ich zu diesen Vorurteilen? Und wie komme ich zu dieser Liste? Ich habe die letzten Jahre mit unzähligen Autoren gesprochen und mit sehr vielen von ihnen gearbeitet. In Impulsgesprächen, in Schreibseminaren, in Einzelcoachings. Und viele dieser Autoren arbeiten an ihren Romanen. Und eine große Baustelle ist natürlich das Schreibhandwerk und das Erzählhandwerk. Eine andere aber auch die Vorurteile, die den Schreibern so begegnen. Autorinnen und Autoren sind immer wieder Vorurteilen ausgesetzt und es hilft, sich diese Vorurteile bewusst zu machen und zu überlegen, was eigentlich dahinter steckt. Vorurteil Nummer 1. Du musst genial sein, um Romane zu schreiben. Dieses Vorurteil hat sehr viel mit Selbstzweifeln zu tun. Die Frage, bin ich eigentlich fürs Schreiben gemacht, taucht bei vielen Autoren immer wieder im Kopf auf. Vor allem, wenn es mal nicht so läuft mit dem Schreiben und sie sich fragen, ist das überhaupt das Richtige für mich? Sollte das nicht eigentlich einfach so flutschen? Warum ist es ein Vorurteil? Weil das Schreiben sehr viel mit Disziplin zu tun hat und vor allem mit Routine. Und klar, beim Schreiben eines genialen Romans bist du auch als Autor irgendwie genial. Die Frage ist nur, wie kommst du dahin? Nicht, indem du dich einfach hinsetzt und darauf wartest, bis du von der Muse geküsst wirst und einen genialen Roman schreibst, sondern indem du die Schreibpraxis in dein Leben holst. Und so kannst du auch tatsächlich zu genialen Ergebnissen kommen. Aber du musst bereits genial sein, bevor du anfängst, um Romane zu schreiben. Ist nicht nur ein Vorurteil, sondern ist einfach Quatsch und das gibt's gar nicht. Vorurteil 2. Ein Roman schreiben ist ein Mammutprojekt. Klar, ein Roman ist ein sehr ausführliches, langes Erzählwerk. Das Ganze aber so als ein Riesenprojekt zu sehen, ist erschlagend und lähmt dich. Ja, da ist es total schwer, überhaupt mit dem Schreiben zu beginnen und Freude und Spaß dabei zu haben. Deswegen ist es nicht motivierend und es ist sogar falsch. Denn ich würde sagen, das Romanschreiben ist eine Zusammenstellung vieler kleiner Aufgaben, vieler kleiner Schritte. Es ist nicht das eine große Projekt, sondern es ist eher ein Lebensstil oder ein Lifestyle. Ja, das geht vom Ideenfinden übers Recherchieren bis zum täglichen Schreiben. Sieh das lieber als eine tägliche, lustvolle, freudige Sache an, wenn du gerne schreibst natürlich, anstatt als das eine Riesenprojekt. Vorurteil Nummer 3. Du brauchst richtig viel Zeit am Stück, um deinen Traum vom Schreiben endlich in die Tat umzusetzen. Ich würde sagen, du brauchst eher regelmäßig Zeit. Denn wenn du dir vorstellst, irgendwie in 3 Jahren bin ich im Ruhestand und dann habe ich ganz viel Zeit, dann hast du bis dahin dein Schreiben nicht vorangebracht. Ja, das ist wie ein zartes Pflänzchen, das gegossen und gepflegt werden möchte. Und das funktioniert am besten durch regelmäßige Arbeit. Lieber jeden Tag eine halbe Stunde, als einmal im Monat ein ganzes Wochenende. Denn vor allem ein Romanprojekt braucht regelmäßige Beschäftigung damit. Wenn du so lange aussetzt und dich dann erst wieder hineinbegibst, dann ist es super schwierig für dich, deine Figuren zu verstehen, zu wissen, wo du gerade standest und dich in deine ganze Idee reinzufinden. Deswegen lieber regelmäßig ein wenig Zeit als am Stück unglaublich viel Zeit. Ja, denn davon lebt dein Romanprojekt und dann lebst du auch deine Geschichte und sie schreibt sich gewissermaßen von alleine. Vorurteil Nummer 4. Eine gute Idee ist alles, was du brauchst. Der Rest kommt von alleine. Ich spreche mit manchen werdenden Autoren, die sich das wünschen, ein Leben als Schriftsteller und davon träumen und auf die eine große Idee warten und währenddessen nichts machen, also andere Dinge tun, aber nicht schreiben. Das ist ein großer Trugschluss, denn wenn diese eine gute Idee da ist,
dann wirst du das nicht umsetzen können, weil du dein Schreibhandwerk nicht geübt hast, ja, und darin nicht besser geworden bist. Und ich wage sogar zu bezweifeln, dass du überhaupt merkst, dass du auf eine gute Idee kommst, wenn du dich nicht kontinuierlich mit dem Schreiben beschäftigst. Deswegen, es ist nicht so, dass die eine gute Idee da sein muss und dann kannst du deinen Roman schreiben. Es ist vielmehr so, dass du dir aneignen solltest, auf Ideen zu kommen. Das lässt sich üben, dafür gibt es Methoden. Damit arbeite ich im Autorencoaching ganz intensiv mit Autoren. Wie kommt man eigentlich auf gute Ideen? Das ist nämlich kein Zufall, sondern lässt sich trainieren. Vorurteil 5. Romane schreiben ist schwierig. Ja, das hängt davon ab, was man unter schwierig versteht, aber es ist jedenfalls keine Raketenwissenschaft, sondern jeder, der schreiben kann und Lust hat, einen Roman zu schreiben, der kann es auch. Aber diese beiden Komponenten sind wichtig und deswegen stimmt auch Vorurteil 6 nicht, einen Roman schreiben kann jeder. Nee, ja, du musst schon diese Motivation haben. Was das entscheidende Kriterium ist, ist, dass du dafür brennst, ja, dass du innerlich dieses Feuer hast und Lust und Freude daran hast, mit Sprache zu arbeiten. Lust und Freude daran hast, Geschichten zu erzählen. Du solltest deine Figuren mögen oder dich zumindest für sie interessieren. Das heißt, du brauchst diesen inneren Antrieb, um tatsächlich ein Buch schreiben zu wollen und mit deinen Geschichten andere Menschen begeistern zu wollen. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Das heißt, es kann nicht jeder, sondern wenn du die Lust hast zu schreiben, wenn du dieses Feuer in dir spürst, wenn du die Motivation hast, dann zeichnet dich das im Besonderen aus. Und dann bringst du die allerwichtigste Voraussetzung mit. Vorurteil Nummer 7. Romanschreiben ist ein Hobby. Ist ein Vorurteil, weil ein Hobby für mich etwas ist, was man einfach nur zur Entspannung in seiner Freizeit macht. Und dafür ist das Romanschreiben zu anspruchsvoll. Na, also wenn du denkst, du kannst das so entspannt machen wie irgendwie Squash spielen oder schwimmen, und nichts gegen Squash oder Schwimmen, so ist es nicht gemeint. Wenn man das ganz ernsthaft macht, dann ist das natürlich auch ein Beruf. Aber dann wird das nicht funktionieren. Denn das Romanschreiben wird dich einnehmen. In jedem Moment deines Lebens ist es von Bedeutung. Wenn du einfach normal durch die Welt gehst, wirst du Dinge aufnehmen, die du im Roman umsetzen kannst. Das heißt, die Recherche hört niemals auf. Wenn du ein Buch liest, wirst du ganz automatisch für dein Schreiben arbeiten und Dinge für dein Schreiben, für dein Formulieren mitnehmen. Das heißt, Romanschreiben ist eine sehr ganzheitliche Tätigkeit und sicherlich nicht einfach nur ein Hobby, sondern Arbeit. Eine wundervolle Arbeit, eine erfüllende Arbeit, eine freudvolle Arbeit und eine, mit der man nicht unbedingt Geld verdient. Aber jedenfalls nicht nur ein Hobby. Vorurteil 8. Du brauchst eine Autorenausbildung oder musst kreatives Schreiben studieren, um Romane zu schreiben. Absolutes Vorurteil. Die erfolgreichsten, berühmtesten Autoren der Literaturgeschichte hatten kein Studium im kreativen Schreiben und keine entsprechende Ausbildung. Ich glaube, viele wollen einem das erzählen, weil sie ihre Produkte verkaufen wollen heutzutage. Eine gute Ausbildung schadet nichts, ne? Ein gutes Studium im kreativen Schreiben. Ein schlechtes kann dich aber auch sehr verwirren, ne? Und schlecht ist da vieles, indem einem ganz bestimmte Vorstellungen aufdoktriniert werden und diese Freiheit der künstlerischen Entfaltung und die Freiheit deines eigenen Schreibens, deines eigenen Weges nicht genügend berücksichtigt wird. Ich würde sagen, was wichtig ist, ist Lebenserfahrung, Offenheit, an sich arbeiten sollen, an seinem Schreiben. Und wie genau das vonstatten geht, ob im Autorencoaching, ob in Schreibseminaren oder einfach autodidaktisch, weil du am besten alleine mit dir arbeitest, das ist dir überlassen. Der Austausch mit anderen und das sich Befinden im Literaturbetrieb, das Arbeit mit anderen ist sicherlich eine super wichtige Sache, aber das muss nicht in Form eines Studiums oder einer Ausbildung im kreativen Schreiben stattfinden. Vorurteil Nummer 9. Du musst dich an die Schreibregeln deines Genres halten. Erstmal musst du gar nichts. Ja?
Wenn du natürlich ganz spezifisch Genre-Literatur schreiben möchtest, solltest du die Genre-Regeln kennen. Und je nachdem, wo du dein Buch unterbringen möchtest, solltest du dich auch daran halten. Aber grundsätzlich gibt es natürlich auch Romane, die mit verschiedenen Genres spielen. Es gibt die sogenannte E-Literatur, die jetzt nicht ein Genre kennt, sondern einfach das belletristische Erzählen, das literarische Schreiben zum Prinzip erklärt. Vorurteil 10, ein Roman ohne fesselnden Plot ist kein Roman. Das stimmt nicht. Ein Roman ohne fesselnde Geschichte ist vielleicht keine gute Geschichte, aber es gibt viele Beispiele der Literaturgeschichte, in denen wir ganz andere Formen des Erzählens haben. Und auch das ist möglich. Wenn du aber natürlich eine Geschichte erzählen willst, wenn du einen Unterhaltungsroman schreiben möchtest, in dem ein fesselnder Plot vorkommt, dann solltest du dich auch darum kümmern. Ja, es geht nur darum, wenn du sagst, nee, du machst eine andere Form des Erzählens und das ist nicht so genrespezifisch, dann ist nicht der fesselnde Plot dramaturgisch durchgearbeitet die wichtigste Voraussetzung, sondern zum Beispiel eine eigene poetische Sprache oder ähnliches. Vorurteil 11. Du musst warten, bis du gut genug bist. Auch dem begegne ich immer wieder. Ja, die Vorstellung, ja, noch bin ich nicht so weit, noch kann ich meinen Roman nicht schreiben, ich muss erst dies und das und jenes lernen. Ich arbeite so nicht, sondern ich arbeite mit den Autoren, die ich betreue, immer projektorientiert. Das heißt, sie schreiben ihren Roman und zugleich führen wir ihr Schreiben fort, entwickeln wir ihr Schreiben fort. Das finde ich viel hilfreicher, denn mit der Vorstellung, dies und das und jenes muss noch passieren, dann erst kannst du deinen Roman schreiben, wirst du unter Umständen niemals da ankommen. Das ist nämlich ein Vorurteil, dass du x Dinge erst können musst, um einen Roman zu schreiben. Es kann viele Dinge geben, die du auf dem Weg lernst und die du dir dabei aneignen kannst. Es gibt aber nicht diese oder jene Voraussetzung, um überhaupt zu beginnen, und das ist eher nach meiner Erfahrung eine Schutzbehauptung, um überhaupt gar nicht anfangen zu müssen. Letztes Vorurteil übers Romanschreiben. Vorurteil 12. Romanschreiben hat nichts mit Talent zu tun, sondern ist einfach bloß Handwerk. Auch das stimmt nicht. So wenig wie Romanschreiben mit der Genialität verbunden ist, die dir schon von Geburt an irgendwie eingegeben sein muss, so wenig ist es auch so, dass du nur Handwerkszeug lernen musst. Ich halte das Romanschreiben nicht für ein Kunsthandwerk, sondern durchaus für eine Kunst. Und ich finde diese Unterscheidung wichtig. Denn du möchtest ja deinen eigenen Roman schreiben. Du möchtest sicherlich keinen Roman von der Stange schreiben. Natürlich kann man bestimmte Genre-Regeln sich aneignen und wie etwas geschrieben zu sein hat, so, ne, nach bestimmten Vorstellungen. Aber die Frage ist, ob du dann deine eigene Erzählstimme wirklich so weiterentwickelst. Ich würde sagen, eher nein. Das heißt, klar, es gibt einen handwerklichen Aspekt beim Romanschreiben, aber es gibt auch einen künstlerischen Aspekt, und der hat mit deiner eigenen Persönlichkeit zu tun, mit deiner eigenen Sprache, mit der Assoziationskraft deines Geistes und mit der ganz besonderen Art und Weise, wie dein Roman gemacht ist und wie er hoffentlich die Leser begeistert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann geh gern auf schreibenundleben.de, schau dir das Autorencoaching an. Ich verlinke den Link hier unten in der Videobeschreibung. schreibenundleben.de, dein Weg zum eigenen Buch. Bis dahin.